Ich kann jetzt mal sagen, was ich gemacht habe. Und wir können ja mal gucken, was es an XP gibt ungefähr. Also wir haben geplant, was ich fertig habe. Das ist alles auf der Bank aktuell. Ich habe 19 Quests plus eine weitere, also 20 Quests habe ich. Davon sind einige über 3000 XP. Ich würde sagen, im Durchschnitt sind die alle Quests zusammen 45.000. Ja, ungefähr. Jetzt mal überflogen. Dann haben wir gesammelt auf der Bank Quest-Items, die wir abgeben können. Zum Direktstarten. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube 8 oder 9 Stück. Nee, nee, noch mehr. Wir haben ja sogar noch hier die Schredderdinger. Und diese Waffen. Sagen wir 10 haben wir von den Dingern. Was auch nicht so viel ist, ich würde sagen nochmal so 15.000 vielleicht. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber dann wären wir ungefähr bei 50.000, 60.000. Von den Dingern. 60.000 mit der Questprep, das wären ungefähr 1,5 bis 2 Level. Also wären wir 27. Das haben wir schon mal safe mit drin. Dann haben wir noch WSG-Marken. 20 Stück. Und davon können wir 18 Stück abgeben. Das sollte normalerweise 6 mal 1000 sein. Ungefähr 1200 um den Dreh. Sagen wir, sind 6000 XP. Bei den WSG-Marken kann man aber wahrscheinlich nochmal vorfahren. Am Mittwochabend. Oder ja, Mittwochabend und Mittwoch über den Tag. Rein theoretisch. Also das könnte mehr werden. Aber wir gehen jetzt mal von denen aus, wenn wir die nicht farmen können. Dann wären wir bei 65.000. Und dann haben wir noch diese Wayland Supply Boxen. Bei denen weiß man auch nicht, wie viel die geben werden. Naja, die können 200 XP geben, die können auch 1000er geben, was ich nicht glaube. Und davon farme ich gerade noch welche, aber ich sage mal, wir sind jetzt bei 2, 4, 6, 8, 10. Sagen wir 15. Naja, werden auch nochmal, weiß ich, 3000 XP. Aber ich würde sagen, aktuell kommen wir ungefähr auf 70.000. So mit allem drumherum. Was, wie gesagt, sind 2 Level. Dann werden wir 27 und dann gehen wir BFD raiden. Und BFD sind auch nochmal wahrscheinlich ein Level ungefähr. Je nachdem, wie viel der Trash gibt. Also die Bosse geben, glaube ich, ungefähr 23.000 bis 25.000. Und dann hat der Trash vielleicht noch. Ne? Also werden wir ungefähr auf 100.000 XP, die wir dann innerhalb von kürzester Zeit haben. Right? Und ich denke, das ist eigentlich ganz solide. Oh, warte, wir haben auch noch die... Stimmt, wir haben noch die Dinger hier. Die Wolle haben wir auch noch zum Abgeben. Und das sind 4 mal 600 und ich glaube noch 4 mal 1000. Also dann sagen wir auch nochmal so 5000, 6000 XP. Und mein Plan würde sein, ich habe es nicht super optimiert. Na, Hillspread habe ich zum Beispiel gar nichts gemacht. Mein Plan würde sein, für den Release mit dem Quest Prep, ich werde hier anfangen, da werde ich die Quest abgeben, dann renne ich dahin, gebe da die Quest ab, dann gehen wir dahin die Quest abgeben. Dann fliegen wir hier hoch, Camp Tarauyo, geben da die Quest ab. Dann fliegen wir Mulgor und geben hier alles ab. Von Mulgor fliegen wir in die Mitte, geben hier den Kram ab, rennen wieder zurück. Von da fliegen wir dann nach Orgrimmar und geben die Stoffe ab. Dann fliegen wir Splinter Tree und geben hier alles ab, fliegen rüber an den Strand, geben da alles ab. Dann gehen wir nach hoch nach BFD, laufen eine Runde BFD. Dann machen wir Ruhestein. Muss genießen, sorry. Dann machen wir Ruhestein. Und der Ruhestein ist Under City. Under City geben wir dann vielleicht nochmal Wolle ab. Spendet Wolle. Und eventuell nochmal WSG-Marken. Je nachdem. Weil die WSG-Marken anscheinend ab einem höheren Level mehr XP geben. Naja, deswegen kann man sein, dass man die aufbewahrt. Gucken wir dann mal, wie wir die abgeben, die Dinger. Und dann sind wir Under City und laufen hoch und machen Kloster. Bis Level 40. Das ist bisher so der Plan. Warum Wolle in OG abgeben? Weil es gibt XP. Also hier hast du einmal Wolle und da hast du einmal Wolle. Wolle und Seidenstoff. Hallo Didi. Das gibt Experience. Und wie gesagt, also ich werde jetzt noch ein paar Wayland Supply Dinger farmen. Es kann sein, dass die gar nichts geben. Ja. Wieso nicht in TB? Auch in TB. Also jede Stadt hat einen eigenen Woll-NPC. Also die Tauren machst du hier. Und in OG machst du dann Trolle und Orks. Und in Under City machst du nochmal die Untoten. Kann man BFD einmal die Woche machen? Alle 3 Tage kannst du BFD machen. Das ist so der Plan.
Am besten so fix wie möglich 40 werden, genau ist der Plan. Ja, ein Tag, also ich habe so 20 Stunden geschätzt. Ne? Aber es kann auch sein, dass wir ein bisschen mehr brauchen. Ich muss mal sehen, wie das mit der Dungeon-Gruppe läuft und solche Dinge. Die Wolle kannst du einmal abgeben, genau. Wolle und Seidenstoff. Und später hast du halt die Questreihe für... Also diese Wolle abgeben ist ja eigentlich für den Ruf, zum Rufer. Halt. Da ist dann später diese Runenstoff-Questreihe. Die kannst du mit preppen. Ich glaube, das sind insgesamt 240 Wolle und 240 Seide, die man mit dazu hat. Aber wie gesagt, also ich werde ja... Wir werden ja WSG-Marken vorfarmen. Der Plan ist ja Mittwochabend. Ungefähr 23 Uhr gehen wir WSG. Für 10 Stunden. Ungefähr. Dann gehe ich pennen. Aufwachen um, weiß ich, 19 Uhr. Und dann nochmal WSG. Und dann ist Release. Und machen wir Questbrett. Abgeben. Dann BFD. Und dann hier Raid. Dungeon Grind. Das ist so der Plan. Weil damit kann ich direkt meine Sleep Schedule so ein bisschen fixen. Ne? Und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Ne? Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber, also, wir werden auf jeden Fall nicht competen können auf irgendwie erster Level 40er oder sonst was. Das wird ein Mage machen. Ein Mage, der sich Dungeon pusht, alleine. Und Megge, danke für den 7. Monat hier OneSub. Vielen lieben Dank und willkommen zurück. Danke für den Support. Ja, wie gesagt, jetzt fahre ich noch diese Boxen. Also Blizzard hat halt gesagt, dass diese Boxen erhöht wird. Ne? Ist es denn confirmed, dass es Donnerstagabend released wird? Ja. Es ist confirmed, dass es am 8. released wird um 22 Uhr. Ja. Das wissen wir. Genauso wie der SOD-Release damals war. Der war ja um die gleiche Uhrzeit. Laut Bluepost zumindest. Außer Blizzard lügt und sie machen es doch nicht um die Uhrzeit, wo Blizzard das gesagt hat. Auf dem Hexe vs. Solo Dungeon Grinden? Das Ding ist, ich finde, mit einer Gruppe Dungeon Grinden ist irgendwie mal lustiger. Deswegen. Und mal sehen, wie lange unsere Leute durchhalten werden. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwie nach 20 Stunden Level 40 bin. Ist so der Plan. Aber eigentlich sollte man nicht 2 Stunden für ein Level brauchen, glaube ich. Obwohl später schon mit dem Lockout, ne? Und wir müssen sehen, wann wir halt Kloster rein können. Es kann auch sein, dass wir vielleicht nicht direkt Kloster gehen. Sondern erstmal Kral 2-3 Runs, ne? Also 2-3 Runs meine ich mit 2-3 Stunden. Aber ich denke, es wird werden. Wird schon werden. Und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall eine Menge WSG-Marken farmen. Ich bin aber nicht sicher, ob es funktioniert. Genauso wie ich mir nicht sicher bin, ob es mit den Boxen hier sich rentiert. Na, das ist alles so ein Gamble. Das wird alles dann irgendwann später entschieden. Aber insgesamt, wie gesagt, haben wir... Ich glaube, wir haben mindestens 70.000 XP haben wir vorgefarmt. Würde ich sagen. Mit BFD zusammen sind es ungefähr 100.000 XP. Außer ich habe mich komplett verrechnet. Müsst ihr mir sagen. Aber ich denke, damit haben wir 100.000 XP in ungefähr... Wie lange wird es dauern? Ungefähr eine Stunde? Denke ich mal mit dem Raid zusammen. Schon.